Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Mirko von Mirkos Fotowelt. Wie immer an dieser Stelle möchte ich meine ganzen Abonnenten und Abonnentinnen vielen Dank sagen, dass du meinen Kanal unterstützt und meinen Kanal abonniert hast. Natürlich möchte ich auch meine neuen Abonnenten begrüßen. Vielen Dank, dass du meinen Kanal unterstützt und ein Abo da gelassen hast. Vielleicht auch mal einen Daumen aktivieren. Das zeigt mir einfach, dass ihr meine Arbeit gut findet. So, an meine Kritiker, ich habe es euch schon mal gesagt, gebt mir Daumen runter oder schreibt Kommentare und nicht, weil ich keine Ahnung hätte oder sonst was, wo ganz klar um die Fotografie geht und nicht respektlos ist und auch nicht beleidigend wird, dann lasse ich es auch zu, wenn nicht. Es soll sachlich bleiben. Wenn es sachlich um die Fotografie geht, können wir uns gern mal eine Diskussion über die Kommentare, Bilder oder über ein Video. Habe ich kein Problem damit. Ich bin ein erwachsener Mensch, man kann mit mir reden. Aber sowas lasse ich einfach nicht zu. Ich weiß auch, wer du bist. Du bist der berühmte Hochzeitsfotograf von meinem Schwager. Nur weil ich gesagt habe, du kamst und konntest nicht fotografieren und gingst einfach. Du hast so wenig von der Hochzeit eigentlich mitbekommen. Immer eigentlich mitbekommen hätte können, bin ich ganz ehrlich. So, viel zu meinen Kritiker. Ich weiß ja, wer es ist, weil seit dem 2.5.2023 angemeldet. Also sich die Arbeit zu machen, ein neues Profil anzulegen, das ist schon, gehört viel dazu. Egal. Wie gesagt, es geht um die drei Objektive. Vielleicht kommt auch noch das vierte von Nikon. Bei Nikon werde ich jetzt so langsam, aber sicher ein spezieller Weg einschlagen mit Objektive. Und wer da immer mehr Objektive werden kommen, wie ich es euch ja auch gesagt habe, ich brauche euch nicht anzulügen, habe ich keinen Kunde dazu. Es kommt immer mehr Objektive, wie gesagt, dazu, aber nur noch eine bestimmte Gattung. Warum mache ich das? Dass ich die zwei Marken kennen und Nikon doch ein bisschen, ja, ein bisschen spezieller einsetzen kann. Momentan muss ich sagen, im Großen und Ganzen kann ich beide gleich einsetzen. Aber dass das nicht mehr so ist, werde ich jetzt für jeden Kamerahersteller den eigenen Weg langsam einschlagen. Natürlich, die Objektive, wo ich bei Canon habe, wo es sich überschneidet mit Nikon, bleibe bei mir, wie meine Kamerabodies. Es wird dieses Jahr noch ein oder sogar zwei Kamerabodies den Weg zu mir finden. Werde ich aber dann auch bei der Firma ColorMate kaufen, wie gestern diese Objektive. Wie gesagt, ich wohne ja in Offenburg. Stuttgart ist gerade um die Ecke, aber bei ColorMate habe ich gedacht, ja, fahre einfach blind links hoch, schaue mir Kameras an, schaue mir Objektive an. Guck, wie sie so bei sich liegen. Vielleicht kaufe ich mir auch noch ein Kamerabody. Kamerabody, wo ich gesucht habe, hätte sie da gehabt, aber von Nikon, aber im Moment fehlt mir noch dazu das ein oder andere Objektiv, dass ich den Kamerabody auch richtig einsetzen könnte. Dann habe ich gedacht, naja, nehme ich die zwei Objektive mit, die 50mm Festbrennweite, beides 1,8er Blende. Leider Gottes, auch wenn mich jetzt einer zuschaut von der Firma ColorMate, ich sag's wie ich's denke, ich sag die Wahrheit, war ich ein bisschen enttäuscht von euch. Kompetente Beratung, alles super. Wirklich, die Leute, wenn man eine Frage hat, ist das wie im Mediamarkt, wo man stundenlang warten muss, auf gut Deutsch gesagt, sondern es kommen wirklich gleiche Verkäufer oder Verkäuferin. Gestern hatte ich eine Verkäuferin, sie hatte Ahnung, von was sie redet. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich die zwei Objektive so bekommen habe, wie ich sie hier habe. Natürlich mit dem Rückdeckel, ganz klar. Und auch mit dem Frontdeckel. Auch okay. Hier stört mich ein bisschen was am Rückdeckel. Wenn ich jetzt so drauf schaue, steht da drauf Sigma. Ich kaufe ein Nikon-Objektiv und kriege den Rückdeckel von Sigma. Der Rückdeckel kostet bei ColorMate 5 Euro von Nikon. Dann mache ich doch einen original Nikon-Deckel drauf. Ist so ein bisschen, ja, der Hinweis, auch keine direkte Kritik. Ich finde es halt nur schade.
dass wenn man es halt da nicht drauf schaut und dass man die Objektive so rausgibt. Weil ich bin ja nicht nur zu Colormate gestern gegangen, wenn ich nach Stuttgart gehe, dann verbringe ich dort den ganzen Tag. War ein schöner Tag mit meiner Frau zusammen. Meine Frau hat sich dann auch einen E-Scooter gekauft, ich hatte ja schon einer, meiner ist gebraucht. Braucht da kein Hightech-Gerät. Manchmal fahre ich einfach mal ein bisschen in die Landschaft und fotografiere. Ein bisschen umweltbewusstes Fahren. Und ja, werde ich auch mal ein Video drüber machen, wie ich auf dem E-Scooter zum Fotografieren gehe. Ja, ganz klar. Weil ich bin ja ein Mensch, wo auf Kameratasche schwört und nicht auf Rucksäcke. Ich finde einfach Rucksäcke. Ja, ich finde sie nicht gut. Entweder man kriegt relativ viel Kamerazeug da rein, muss man sagen, weil manche Rucksäcke echt top. Aber dann kriege ich keinen Snack mehr rein. Wenn ich jetzt den ganzen Tag fotografiere gehe, also trinke, möchte ich mindestens mitnehmen eine Flasche, 1 bis 2 Liter Wasser auf jeden Fall. Wenn ich das nicht reinbekomme, dann bringt es mir nichts. Dann bringt es mir echt nichts. Darum habt ihr ja gesehen, wie ich es verpackt. Klar, war es ein bisschen übertrieben, aber ich möchte euch ja die Kamera ein bisschen näher bringen. Nach Köln werde ich jetzt wieder 2 Objektive, beziehungsweise 3 Objektive mehr mitnehmen, ist ja ganz klar, wenn ich sie schon habe. Und das ist nächsten Monat soweit übrigens. In einem Monat bin ich in Köln. Kommt aber Video, was ich mitnehme und warum ich es mitnehme und. Und in diesem Video gehen wir nachher fotografieren. Wie gesagt, gehe ich fotografiere. Ich werde vielleicht auch noch ein Video dazu machen, was ich fotografiere. Bildzusammenstellung. Wurde ich auch gefragt, wie ich meine Bilder so zusammenstelle. Mit dem Vordergrund, mit dem Hintergrund, was, wie, wo. Kann ich machen, ist kein Problem. Ich habe es auch müssen lernen. Keine Meisterschaft fällt vom Himmel. So, dann gehen wir jetzt fotografieren. Ich nehme euch mit. Und dann tun wir die Bilder zusammen bei Lightroom Bearbeiter. Und danach machen wir kurz mein Statement für den Tag, wie ich es fand. Also, bis gleich. So, guten Morgen, da sieht man meine Daten vom PC. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir gehen hier mal kurz schnell zurück. Ich lege das so an. Jetzt sind wir hier in Lightroom. Das hier ist Lightroom Classic. Im Endeffekt sage ich es wie es ist, ist eigentlich beides identisch. Im Großen und Ganzen. Ein paar Sachen sind da anders da wie bei Lightroom. Ich bin ja gefragt worden von einem Zuschauer, ob ich ihm Lightroom ein bisschen näher bringen könnte. Er hat sich ein Video gekauft, wo man sagen muss, war sehr teuer, wie er mir geschrieben hat im Kommentar. Das glaube ich auch. Darum machen wir das jetzt zusammen. Fotos hinzufügen. Ich habe jetzt da schon welche ausgesucht. Ja, füge die Fotos jetzt halt. Probiere es nochmal einzufügen. Es wird dann zwar meckern, aber egal. So, das sind so die Fotos, ja, welche ich schon bearbeitet habe, welche ich noch nicht bearbeitet habe. Zuvor hinzugefügt. Das ist unser Hund. Könnten wir auch noch das und das nehmen, hinzufügen. Er wird jetzt meckern und wird sagen, halt, das ist doch schon da. Kein Problem, mir warte. Dann lass ihn jetzt gerade mal kurz rechnen. So, jetzt haben wir hier von unserem Hund namens Chica. So, Bilder. Also, Fotos hinzufügen. Nur mal kurz zur Erklärung. Ich werde, das Video wird ein bisschen länger gehen, es tut mir leid für manche Leute. Hier alle Auswähler,
Das könnte man noch hinzufügen. Und das ja. So, jetzt habe ich hier drei ausgewählte Fotos. Ihr könnt alle oder die drei ausgewählte. Wenn ich hier klicke, sind alle ausgewählt. Und hier sind halt nur die drei Fotos, wo ich jetzt ausgesucht habe. Die sind aber schon hinzugefügt worden. Jetzt nehmen wir mal das Bild. Der Fokus war natürlich auf dem Auge gesessen. Wir sehen meinen Hund. Die Nase vorne, Spitze ist jetzt unscharf. Warum, weshalb, wieso, zeige ich euch. Es ist mit einer Blende 5-6 fotografiert worden, mit einem Nikon D7000 und mit einem Nikon Objektiv des 1805mm, ISO 100, 58mm, 16. Sekunde Auslösung, Verschlusszeit vielmehr. So, auf dem i hier unten findest du die Daten zur Kamera. Ich habe da die Kamera nicht eingestellt gehabt, ist mir danach aber auch aufgefallen. Dann haben wir hier, da könnte ich jetzt Jigger Hammer schon. Jetzt ist das Bild bei Jigger abgespeichert. Finde ich dann, wenn ich es hier eingebe, das Stichwort. Das braucht man eigentlich nicht. Dieses Foto hat keinen Likes oder Kommentare in einem freigegebenen Album. Braucht man auch nicht. Es geht ja hier jetzt um die Bearbeitung. So, jetzt gehe ich mal hin und klicke einfach mal auf Automatik. Guck, ist jetzt zwar viel passiert worden, weil es Helligkeit vorher schon gestimmt hat. Kontrast gehe ich ein bisschen runter und Tiefe gehe ich ein bisschen hoch. So würde ich sagen, vom Kontrast her, also Kontrast plus 20 und 70 Tiefe. Weiß können wir ein bisschen rausholen und schwarz. So, so würde ich das sagen. Wie ihr, nur mal kurz bei der Beleuchtung, Licht, ich habe jetzt hier der Kontrast, die Tiefe, weiß und schwarz geändert. Wie ihr eure Fotos nachher bearbeitet, ob die künstlich aussehen oder nicht künstlich aussehen, ist jedem seine Entscheidung. Fotografen sind wie Künstler. Also wir sind kleine Künstler und jeder Künstler entscheidet sein Foto. So, also, jetzt haben wir mal die Lichtfraktion abgeschlossen. Jetzt gehen wir weiter. Farbtemperatur ist jetzt hier 0 und da auch 0. Ich zeige euch nachher eine RAW-Aufnahme mit einer Canon. Dann werdet ihr merken, ja, es ist hier einfach ein bisschen wärmer. Aber nicht das gleiche Bild leider. Und da ist auch ein bisschen violetter. Ja, man könnte das auch mal machen, dass ihr seht, was dann passiert. Ich würde aber fast sagen, so ist in Ordnung. Das hier, an dem Auge hier, das stemmen wir mal jetzt nachher weg. Es geht jetzt wirklich nur darum, diese Bereiche zu bearbeiten. So, Lightroom hat mir gesagt, Dynamik könnten wir auf 18 machen, da bin ich eigentlich auch zufrieden. Da machen wir Farbe auf 9. Da gehe ich immer so hin und tu Hälfte machen. Die Farbe von dem Hund, also von unserem Hündin passt soweit, ja, wenn es als Foto zählen würde. Ich würde es jetzt so machen, dann bin ich mit der Farbe durch. Farbtemperatur und Tönung, normalerweise ändere ich da nichts. Das war jetzt einfach nur für den Vorführeffekt. So, wenn irgendwas unklar ist, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich tue sie jetzt einmal in diesem Video im Videobeschreibung verlinken. Und könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben und sage, du Mirko, das und das war unklar.
dann mache ich ein separates Video, biete ich euch an, kostenlos, weil ich weiß, dass die Videos, Lightroom, Photoshop etc. eine Haufe Kohle fresse. Ja, da möchte jemand reich werden, um euch das vorzustellen und bearbeitete Bild von sich, vielleicht sogar noch eine Auftragsfotografie. Ich mache das dann kostenlos und würde euch eine CD-ROM, also einen offenen CD-Brenner oder auf einen USB-Stick und euch zuschicke. Und dann könnt ihr nochmal das Video anschauen und dann könnt ihr auch sagen, ob es okay war oder nicht. Es geht jetzt hier nicht um das Bild, wie es aufgenommen wurde, ob es scharf ist, ob es unscharf ist. Es geht hier mehr um das, wie man es bearbeitet. Also Sättigung und Dynamik mache ich immer so. Die Hälfte mache ich Sättigung, wie es Dynamik ist. Jetzt könnte ich dem Hund ein bisschen Struktur geben. Ja, jetzt gehen wir mal ganz hoch auf Struktur. Es sieht bescheiden aus. Jetzt gehe ich auf 20 oder 19. Wartet kurz und betrachte das Bild. Überleg, ist das gut so? Ja, ist gut. Ich weiß, an der Nasenspitze, ich muss das öfters leider erwähnen, ist unscharf. Klarheit könnte man eigentlich auch so auf 18, 19 oder sogar 20 setzen. Klarheit ist einfach, ja, das Bild wird klarer, wie es auch hier gesagt wird. Der Dunst zu entfernen, wird das Bild aber auch dunkler. Und warum wird das Bild dunkler? Weil es einfach den Nebel aus dem Bild holt. Auch hier bei Klarheit und Dunst entfernen mache ich die Hälfte, wie ihr seht. So, also haben wir das mal soweit. Diese zwei ändere ich fast nie beim Bild bei mir. Ich kann das jetzt mal machen für euch, ich kann das auch wieder zurücksetzen. Ihr seht, was passiert. Ja, können das jetzt Bild eigentlich so lassen. Sieht gar nicht schlecht aus, die Nase hier vorne, das wird mich jetzt persönlich stören. Wir könnten natürlich auch klar nur 50% machen oder sogar noch weniger oder wie ich es mache. Null. Schärfe. Schärfe kann man so auf 75 bis 80% gehen. Also, jetzt haben wir die Effekte abgeschlossen und sind bei der Schärfe. Ich habe das Bild jetzt ein bisschen schärfer gemacht. Mit dem bloßen Auge erkennt man es manchmal nicht. Jetzt haben wir hier bei Details Rauschreduzierung. Einmal könnte man das auch über Lightroom machen, ist jetzt aber gerade nicht kommentabel. Ich weiß, warum, ich habe das Update drauf, aber das andere Updates aktuelle noch nicht. Das kleinere. So, jetzt könnte man das Rauschen rausholen. Bei Menschen und Tiere mache ich nicht mehr wie 25. Bei beidem nicht. Sonst wäre das so, ja, so puppenmäßig, sage ich immer, so künstlich, so unglaubhaft. Ja, jetzt haben wir hier eine ganz interessante, die Optik. Ich habe das jetzt hier angeklickt, die Optik. Jetzt klicke ich das andere an und es passt auf, was passiert mit dem Bild. Ihr müsst jetzt auf dieses Bild achten und zwar jetzt. Ist nicht hinterlegt bei Lightroom, ist ein bisschen schade, sonst würde es sich... Ja, wir können das jetzt manuell, weil ich weiß, dass Photoshop es drin hat. Wir machen das jetzt auf. Das wäre schön, wenn es zwei Bände wäre. Es wäre dann nicht mehr so toneförmig. Okay. Es wäre dann nicht mehr so toneförmig. Man kann dann ein anderes auswählen. Wo allerdings? In eurem. Man kann uns auch gucken und kann sagen, hier, das passt nicht, das ist nicht das Objektiv. Machen wir das einfach so, mache auf Abbrechen und mache das raus. Ist auch nicht arg schlimm.
Bei Lightroom sind manche Sachen nicht hinterlegt, was bei Photoshop ist. Hier, also ich brauche es fast nie. Zuschnitt beschränke. Ich tue auch Bilder zuschneiden, aber nicht so. Also, da mache ich nämlich da. Aber ich denke, das ist klar für jeden Strittler. Ja. Dann hier das Wegstempler. Könnte man auf. Ja, machen wir das einfach ein bisschen größer hier. Und sagt, das stört mich jetzt, was da ist. Mit ihrer Tränenflüssigkeit. Und jetzt über es weg. Man sieht zwar den Unterschied, das ist jetzt halt bei diesem Programm so. Aber es geht nur darum, was ihr da könnt. Reparieren. Dann ist hier reparieren. Und Wegstempler. Hier unten ist immer. Immer. Ja, ihr seht jetzt hier auch Bereich Anzeige. Immer so Video, wenn man dann mal auf was bleibt. Zum Beispiel jetzt. Ich sage jetzt einfach mal. Wir gehen mal auf die Helligkeit. Mal zurück. Oh. Zuschnitt raus, gehen mal auf die Helligkeit, dann seht ihr das, was ich meine. Also meistens erklärt euch auch Lightroom. Beim Beispielfoto, was passiert. Oder auch hier, beim Beispielfoto, schwarz-weiß. So, jetzt sind wir hier. Der Hintergrund sollte ich jetzt abheben von meinem Motiv. Jetzt rechnet Lightroom aus, was der Hintergrund ist. Alles, was rot ist, ist Hintergrund. Jetzt passt es da nicht, weil das hier ist auch rund. Lightroom sieht es aber nicht. Okay, könnte man mit leben, wenn es jetzt weg ist. Da haben wir auch wieder Licht, Beleuchtung, Kontrast, Lichter, Tiefe, Weiß und Schwarz Einstellung. Wir gehen mit der Beleuchtung kürzer auf minus, ja, so fast. Dann Kontrast. Jetzt zeige ich euch mal was beim Kontrast. Wenn ich in diese Richtung gehe, ja, der ist dunkler. Ihr habt es im Hintergrund gesehen. Gehe ich in die andere Richtung, jetzt heller. Also Kontrast ist so wirklich so für und wieder, da muss man echt aufpassen. Ja, Lichter, können wir ein bisschen runterfahren. Tiefe, ja, da wird einfach nochmal ein bisschen heller gemacht und auch ein bisschen die Farbe nochmal gesättigt. Weiß könnte man runterfahren. Schwarz, kann man so lassen. So, jetzt gibt es ja hier so eine schöne Kurve. Können wir das auch mal machen mit der Kurve. Sowas möchte keiner auf seine Fotos haben. Ziehen wir es mal hierher. Möchte auch keiner haben. Jetzt gehen wir wieder auf den Nullpunkt. So möchte jeder sein Foto haben. Ja, ich weiß, da müsste ich mich auch erst reinfuchsen. Jetzt sind wir wieder bei den Farben, bei den Masken. Ist genauso aufgebaut wie oben. Nur könnt ihr bestimmte Maske wählen. Ich habe jetzt meinen Hintergrund gewählt und möchte jetzt meinen Hintergrund ein bisschen kühler dargestellt haben. Ja, nur nicht so übertrieben, weil ja, ist ja dann halt alles ein bisschen bläulicher. Farbe, ne, ist jetzt im Hintergrund nicht so wichtig. Machen wir minus 10 Sättigung. So. Struktur wahrscheinlich auch unwichtig. Klarheit und erst recht. So. Seht ihr, was man mit dem Hintergrund machen kann? Man kann den Hund freistellen. Ja. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ob es euch gefällt, weiß ich nicht. Ich zeige euch das ja nur. Das ist ja alles nur, da
dass ich euch das zeigen kann, was man so alles mit Lightroom anstellen kann. Ich möchte ja da niemandem sagen, ihr müsst es so und so machen. Jetzt könnte ich den Hintergrund trotzdem nachschärfen. Ist so minimal Rauschreduzierung im Hintergrund, ganz klar. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und wenn man das jetzt sagt, okay, hier die Maske, ja, die möchte ich gar nicht da. Das ist scheiße. Maske löschen. Jetzt haben wir den gleichen Hintergrund wie vorher. Also hier die Maske, die Buchstabe S, B, L, R ist einfach für eure Tastatur. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt dahin. So. Soweit habe ich jetzt mal versucht, das Lightroom euch näher zu bringen. Die Bildbearbeitung. Ihr könnt natürlich auch hingehen und sagen, hier, alles voll auf Anschlag bei Farbe und so das Bild irgendwo hochlade und teile und ja. Ihr seht jetzt selber, ich habe bei der Farbe wirklich minimal Sättigung rausgeholt. Weil vielmal heißt es, so Farbe kannst du gar nicht fotografieren. Stimmt in einer Linie, klar. Aber manchmal mache ich gar nicht so viel mit den Farben, weil ich dann wirklich an der Kamera die Einstellung so wähle, dass ich die und die Farbe habe. So, jetzt gehen wir mal auf ein anderes Foto. Nehmen uns zwei Fotos. Das zeige ich euch jetzt was. Wir nehmen das Steuerung ganz klar, wie wenn ihr Bilder markiert und das. Gehen hier unter auf Vergleichen. Und jetzt zeige ich euch was. Ihr seht jetzt hier und ihr seht das Bild hier. Zoomen wir mal beide Bilder ran. Geht kurz bei mir am PC, ich weiß, er ist nicht der schnellste. Sind zwei unterschiedliche Fotos. Wenn jetzt ungefähr gleiche Bildausschnitt. So, jetzt kann ich gucken, welches gefällt mir besser. Ja, ihr habt das gesehen, zwei Fotos mit Steuerung anklicke und dann geht ihr hier rüber. Sucht der gleiche Bildausschnitt. Ich würde sagen, wir nehmen das hier zum Bearbeiter. Gehen also zurück und sage das hier. So, jetzt habe ich das Bild angeklickt. Das hier unten können wir mal wieder ausblenden. Brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. So, jetzt bei diesem Foto müssten wir jetzt erstmal zuschneiden. Wir sehen jetzt hier im Vordergrund, im ersten, untere Drittel, wirklich Bäume. Dann sind da Stromleitungen und. Geht mal einfach mal hoch. So. So. Jetzt guckt man sich das Bild an. Jetzt hat man zu viel Himmel drauf. Ich lasse das jetzt extra mit dem Himmel. Ich habe das auch nicht so jetzt irgendwo hochgeladen. Ist ja auch nur im Hobby fotografiert worden. Bevor ich jetzt irgendwas bearbeite an einem Foto, bearbeite ich jetzt erstmal den Himmel. So gehe ich jetzt vor. Jetzt sucht Lightroom den Himmel raus. Und Lightroom hat den Himmel erkannt. Und zwar richtig erkannt. So, jetzt könnte man hingehen, ein anderer Himmel hinzufügen oder den Himmel ein bisschen dramatischer machen. Ja. Jetzt machen wir mal den Himmel dramatischer. Wir sind ja die Fotografen, wo bei jedem Meter fotografieren gehen. Sieht aus, wie wenn es gleich regnen wird. Aber ist auch Sinn und Zweck. Also ihr könntet zum Beispiel euer... Jetzt bin ich sehr nah.
wenn man hier anklickt, dann geht's rüber. Das ist ein bisschen bei Lightroom ein bisschen schade. So, also wieder Licht bei Maske immer gleich aufgebaut wie über bei der Bearbeitung. Wir machen nur den Himmel. Machen den kühler. Ah, so wird es mir freuen. Gehen wir die Sättigung auf so maximal 9 oder 10. Dann mal schön blauer Himmel. Ich jetzt schön finde. Gut. Jetzt haben wir den blauen Himmel. Jetzt könnten wir hingehen und können sagen, ha, der Himmel haben wir jetzt bearbeitet. Jetzt bearbeiten wir den Hintergrund. Mal gucken, ob Lightroom auch den erkennt. Lightroom erkennt den nicht. Wie gesagt, ich mache es erstmal auf Automatik und schaue mir das Bild an. So, jetzt bin ich eigentlich mit dem Bild schon fast zufrieden. Bin ich jetzt ganz ehrlich, Lightroom halt. Ah doch, 18. Dann gehen wir dann hier auf. 9. Gucken wir uns das an. Mein PC ist ein bisschen älter, aber da habe ich halt dieses Programm drauf, um euch dieses zu zeigen. So. Auf jeden Fall könnte ich jetzt noch ein bisschen die Klarheit hier machen, aber ich bin eigentlich so wirklich mit dem Bild zufrieden. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, könnte ich ein separates Video machen, euch zukommen lassen, wie auch immer. In diesem Sinne stelle ich euch gleich noch was vor, es kam noch was mit der Post. Und dass ihr seht, was mit der Post gekommen ist, sage ich bis gleich. So Leute, heute am 4.5., wie ihr ja wisst, ihr habt es gerade eben gesehen in Lightroom, hänge ich jetzt gerade noch was dran an das Video. Und zwar hänge ich dran meine eBay-Käufe. Kamen heute. Und ich habe jetzt das erste Mal den goldenen Nikon-Karton. Sieht schon schön aus, muss man schon sagen. Ja. Was drin ist, vielleicht erkennt ihr schon, aber man fängt erstmal mit dem hier an. Ich möchte bei Nikon in eine bestimmte Richtung gehen. Jetzt seht ihr hier einen Aufsteckblitz. Ja, also habe ich in eBay für sage und schreibe 30 Euro gekauft. Das ist der Metz 44AF-1 Digital. Ich habe ihn schon ausgepackt gehabt, darum habe ich mich jetzt nicht aufschneiden. Habe ihn gleich ausprobiert. Der Verkäufer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war sehr, 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 sehr fair. Er hat AA-Batterie drin gelassen. So, AA-Batterie braucht man. Ja, braucht man wirklich. So. Jetzt habe ich sie bestimmt falsch rum drin. Nein, gerade eben ging er noch, aber kein Problem. Drehen wir das einfach mal um 90 Grad. Achtung, ich blitz mal. Ihr seht, da geht. Ich habe ihn auch schon auf meiner Nikon gehabt, auf der D7000. Funktioniert. Einwandfrei. Sieht aus, ehrlich gesagt, nicht benutzt. Also der Verkäufer war so wie ich. Ein paar ganz leichte Kretzerle, wirklich Kretzerle hier hinten. Aber sonst perfekt. Ich möchte bei Nikon in eine Richtung gehen, wo ich auch Canon-Objektive habe. Es geht einfach um den Grund, wenn mir mal irgendwas passiert mit einer Canon-Kamera, kaputt geht oder sonst was, dass ich mit Nikon weiter fotografieren könnte. Ihr habt gesehen, ich bin bei Lightroom oder bei der Bildbearbeitung schon relativ fit, aber noch nicht der Profi. Wie ich es gerade eben bei Lightroom gesagt habe, wo ich angefangen habe mit Lightroom. Wenn ich irgendwas zu schnell gemacht habe, ich bin bereit, ich weiß, so ein Lernvideo für Lightroom, Photoshop etc. kostet einen Haufen Geld, wenn man die kauft im Internet.
kostet einen Haufen Geld im Internet. Ich weiß es. Ich wäre bereit, wenn jemand es wünscht, einen USB-Stick darauf ein Video machen, wo ihr sagt, das sollte ich noch wissen, speziell für Lightroom. Wenn es okay ist für euch, das Video, würde ich mich freuen über einen Daumen. Ich möchte für den USB-Stick kein Geld. Klar, wenn einer sagt, oh, das ist mir 10, 15 oder 20 oder 30 oder 40 Euro wert, gerne. Aber ich gebe den von mir aus gern kostenlos. Ich setze mich dann dahin, mache darüber ein Video, erkläre nochmal alles Schritt für Schritt für Schritt. Wenn irgendwas unklar war, gerade eben im Video, meldet euch, schreibt mir eine E-Mail. In der Videobeschreibung ist meine E-Mail-Adresse drin. Und da könnt ihr mir schreiben. Jetzt packen wir den goldenen Nikon-Karton aus. Ich bin echt gespannt, was mich jetzt da erwartet. Ich habe schon reingeschaut, darum... Also, nochmal kurz vorbei. Ich weiß, was da drin ist. Der ein oder andere, wo Nikon Fotograf ist und sich objektiv neu gekauft hat, weiß auch, was da drin ist. Die Streulichtblende, original von Nikon, steht auch drauf. Okay, weiter. Jetzt kommt das Objektiv raus. Die, wo es nicht erkannt haben, es ist das 1870 mm mit einer Anfangsblende von 3,5 bis 5,6. Wie gesagt, ich würde zu so einem Objektiv nicht sagen, Licht schwach, sondern ich würde sagen, ja, hat schon Qualität. Ja, also. Wenn ich jetzt so nehme, der Turbus fährt nicht aus. Es ist nahezu unbenutzt, sieht es aus. Da geht ein bisschen bei dem Schriftzug die goldene Farbe ab, aber dann kann ich leben. Filter durch Messer 67, wie ihr alle wisst, habe ich dafür die meisten Filter. Jetzt habe ich nochmal eine UV-Filter war dabei, habe ich aber jetzt gerade weggemacht. Also UV-Filter braucht man jetzt bei den neueren Objektiven ja nicht mehr, wie wir schon im Video gelernt haben. Machen wir mal die Gegenlichtblende drauf, so sieht das aus. Ist das DX für den APS-C-Sensor. Wunderbar. Was ist noch in dem Karton drin? Naja, Grillanzünder halt. Nein, Spaß beiseite. Ab und zu muss ich ganz ehrlich sagen, bietet es sich an, sowas durchzulesen. Ab und zu. Und die Garantiekarte. Was steht jetzt alles auf der Garantiekarte drauf? Wie sieht sowas aus? Also. Ja, ich kann euch das einfach mal zeigen. Die Garantiekarte von Nikon sieht so aus. Wenn man umblättert, ja, sieht man einfach da nochmal alles draufgeschrieben. Nochmal umblättert, sieht man nochmal alles draufgeschrieben. Zum Schluss aber halt anders farbig dargestellt. Da nochmal im Hintergrund Nikon. Ja, was war noch drin? Ich glaube und fürchte nichts mehr. Nee, aber wirklich alles feinsäuberlich aufgehoben, der Verkäufer von eBay. Falls du dieses Video siehst, vielen Dank. Macht einen guten Eindruck. Und ich werde wieder, wenn ich was habe, suchen, wo hast du es bei dir kaufen. Auch wenn ich über 10 Euro mehr zahle. Das zeigt mir einfach,
mit dem Karton allein schon, mit der ganzen Verpackung aufgehoben. Ja, dass du gut mit deinem Zeug umgehst, das ist ganz wichtig. So, also das ist das bis jetzt letztes. Einer ist noch unterwegs zu mir, ein Objektiv. Es kommt nun eins. Eins, zwei, drei. Also ich habe jetzt bis jetzt in kurzer Zeit, 3 Nikon-Objektive dazu gekauft. Stande 4.5.2023 habe ich jetzt 5 Nikon-Objektive und alle 5 sind für die Porträtfotografie auch geeignet. Eins mehr, eins weniger. Das 70, also das 1870, ist auf jeden Fall im Porträt mit drin. 50 mm Festbrennweite auch, ist auf der Vollformat gerechnet. Und das 1805 fand ich da auch. Sagt er, okay, er sagt 3, eins ist noch unterwegs, ja, eins ist noch unterwegs, und zwar das 1685 mm von Nikon. Das war auch jetzt das eines der teuersten Objektive von Nikon. Und wenn man es ganz streng nimmt, war es das drittteuerste Objektiv, wo ich jetzt besitze. Wenn man alles zusammenrechnet, kommt da wirklich auch wieder große Stange Geld raus. Ich gehe bei Nikon in die Porträtfotografie nicht mehr rein. Nicht weil wegen dem Farbmischungsverhältnis, wie ich es euch erklärt habe, mit dem grünen Violett oder Lila, sondern ich möchte kennen auch Porträt weiterhin nutze, aber da ich 2 Systeme habe und ich irgendwann, auch noch dieses Jahr, mir Vollformat Kamera von Nikon kaufe, tue, welches ist, weiß ich noch nicht. Ich tue ja mit der D700, D750, mit der D800 und mit der D850 so ein bisschen gucken. Megapixel, wie man gelernt habe, brauchen wir nicht so unbedingt. Bin ich ganz ehrlich, darum ziehe ich auch die D700 in Betracht. Ich ziehe aber auch die D3 in Betracht. Und ich ziehe auch natürlich die D4 in Betracht, genauso wie die D5. Die D6 ist ein bisschen zu teuer für mich, bin ich auch ehrlich zu euch. Wenn ich im Lotto bin morgen, dann kaufe ich mir natürlich die D6. Ich werde weiterhin auf Spiegel Reflexkamera fotografieren. Und nochmal, sorry, dass das Video jetzt länger gegangen ist, aber Lightroom ist schon eigentlich so bald für ein separates Video in der Länge. Also ihr seht jetzt 3 neue Objektive von Nikon insgesamt heute, Stand jetzt habe ich 5, praktisch 6. Das 6. füllt mich jetzt. Ich habe das 1855 mm zweimal. Einmal war es bei meiner Frau ihrer Kamera dabei und einmal war es bei meiner dabei. Ich hebe das natürlich trotzdem auf, erstmal. Und irgendwann werde ich es auch zum Verkauf anbieten oder sogar zu verschenken. Jetzt diese Woche, wo ich nach Stuttgart gefahren bin, ganz kurz noch, bitte Leute, kam mir ein bisschen die Idee, ich möchte daran nichts verdienen. Aber ich bräuchte ein bisschen eure Unterstützung. Was haltet ihr davon, wenn ihr hingehen würde, Kalender zu verkaufen, dass sich gern einer bereit erkläre zu sagen, okay, er verkauft die Kalender und der Gewinn von den Kalendern 100% Krebsforschung für Kinder, für Frauen, für Männer investiere. Wenn ihr das gut findet, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir einen Kommentar, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ich wäre bereit, ein paar Fotos von mir zur Verfügung stellen.
Natürlich nicht, dass ich sage, die Fotos müssen es sein, sondern dass man da auch wählen kann. Über Instagram, Facebook, sonst irgendwie was, dass man da eine separate Seite macht. Ein eigenes Profil für sowas, dass es die Zuschauer und Zuschauerinnen entscheiden, welches Foto wann rein muss. Oder sollte die Mehrheit gewinnen. In diesem Sinne, wie immer zum Schluss, wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren. Es gibt Bombewetter, also super Wetter. Geht raus, fotografiert, genießt das Wetter und genießt euer Wochenende. Die Woche beim Arbeiten war anstrengend genug. Euer Mirko von Mirkos Fotowelt. Ciao.